spirituelle Tag an der Ecole Güssing hatte das Ziel, den Schülern und Schülerinnen einen Nachmittag oder in diesem Fall einen ganzen Tag Unterricht in der Schule zu ersparen. Würdest du es als Vorteil sehen, wenn du einmal einen ganzen Nachmittag zu Hause sitzt und lernst? Ja, schon. Und dann kann man sich das besser eitern oder einmal, wenn man zum Beispiel ein bisschen müde ist, sich erst ein bisschen ausruhen und danach eben weitermachen. Also wir haben so ein Chatforum und da können wir uns beratschlagen, wie und was und... Ich begrüße diese Versuche, weil für mich diese Einführung eines virtuellen Unterrichtes zukunftsweisend sein kann. Entspricht unseren Erwartungen an einen guten Unterricht, dass sich Schüler erstens einmal selbst gegenseitig beim Lernen unterstützen, dass sie eigenverantwortlich ihr Lerntempo bestimmen können und damit auch selbstständiger werden. Wann bist du heute aufgestanden oder wann stehst du normalerweise auf? Also normal stehe ich um 6 auf und halb bin ich um 7:45 aufgestanden. Okay, und das ist für dich schon ein Vorteil, wenn du jetzt nicht in der Schule sitzt, sondern das von zu Hause aus erledigen kannst, da du ja einen ziemlich langen Anfahrtsweg zur Schule hast, oder? Ja, es ist schon, es ist auch viel lustiger, wenn du es daheim machen kannst, nach einem eigenen Tempo und nicht in der Schule. Und fällt dir das schwer, sich an deine Arbeitszeiten zu halten? Nein, das geht eigentlich. Also die Arbeitsaufträge sind nicht so schwer, du schaffst das schon in einer Stunde. Also bist du nicht irgendwie abgelenkt? Nein, das nicht.